Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Ich bin wieder abgewandert, ganz, ganz übel sogar. Was? Was war das denn jetzt? Halt. Ein Recycler-Schild? Was macht das denn? Wirklich? Ich habe hier lauter geilen Shit und ich... Alles klar. Habe ich vielleicht wieder Psycho... Ich habe hier echt noch was. Nee, hatte ich nicht. Okay. Jetzt haben wir das ganze Zeug aber endlich mal eingesetzt. Alles klar. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt einfach wieder zurückgehen. In die Psychotrop... Ich hab's schon wieder getan. Ja. Okay. Dass wir zurückgehen in... die Psychotronik. Und diesmal geht's weiter. Ich schwöre. Ich hoffe, dass jetzt diese Viecher nicht neu gesponsert sind, ansonsten kriege ich langsam echt die Krätze. Irgendwie ist es unheimlich, wenn das hier so ruhig ist. Ich finde das nicht gut. So, hier hinten machen wir mal schön zu. Hatte ich hier eigentlich schon den Code? Ich hatte hier natürlich noch keinen Code. Aha, wir können es hacken. Ich werde es mal fix speichern. So, okay. Das ist echt irgendwie dezent kacke. Nein! Hör auf! Wie soll ich das denn so schnell schaffen? Was war das denn jetzt für ein Kack? Wir laden neu. So, gucken wir mal, ob wir jetzt was Leichteres kriegen. Das war ein bisschen blöde. Nein. Nein! Wir machen das jetzt so lange, bis ich das geschafft habe. Ich sag's mal so, ich bin kein Hacker, ne? So, das ist jetzt einfach... Ich hab's jetzt gerade echt verkackt, oder? Okay, das war jetzt einfacher. What? Wie viel? Oh! 4 Neuromods. 4 Stück. Und viele haben wir denn aktuell? Wir haben aktuell 4. Okay, wir können gleich nochmal nachsehen. Was könnten wir uns als nächstes gönnen? Das wäre halt schon übelste Gönnung, ne? Ich hätte irgendwie den hier jetzt noch. Dafür bräuchten wir noch 2 weitere Neuromods. Dann könnten wir das nutzen. Das wäre schon... Hätte schon was. Das wäre halt auch mega. Ich habe es noch nie getestet. Also was passiert, wenn wir hier wirklich Sachen werfen? Hole ich mir erstmal das. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich hole es mir jetzt erstmal. Oder doch nicht? Ich warte nochmal ab. Vielleicht kommt irgendwann dieser Moment, wo wir genau diese Anzahl brauchen. An Neuromods und dann haben wir sie nicht. Ach ja, viel Funktion, hier ging es nichts weiter und... Wir gehen wieder nach unten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon... Naja, wir können uns wahrscheinlich wieder vorbeischleichen an dem Teifen. Das sollte also nicht das Problem sein. So, jetzt kommt's wieder. Möchtest du den Bereich wirklich verlassen? Ja. Sonst wäre ich nicht hier. Jetzt mal rein Interesse halber. Haut mir doch mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr eigentlich so diese offene Welt von Prey findet.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag linearere Level und all so ein Zeug deutlich lieber. Weil, ja, du weißt ja dann wirklich immer, was du zu machen hast. Und du wanderst halt nicht so oft ab. Und ihr seht's ja, ich bin übler Abwanderer. Ja, das war Kletka. Das russische Modul. So, da soll ich nicht durchgehen. Da war ich schon überall drin, oder? Könnte ich noch mitnehmen? Sonst war hier nichts weiter. Okay. Da ist er wieder, mein Freund. Wenn ich jetzt halt Hebelkraft 2 hätte, müsste ich mich nicht an ihm vorbeischleichen. Mach ich's oder mach ich's nicht? Komm, Phantom. Nein. Sauber. Er hat mich nicht gesehen. Gut, dass der fast blind ist. Hallo, Dr. Hughes. Sehr gut. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay, das war jetzt nicht das, was du mir gibst. Wir sind zurück im Atrium. Wenigstens hier ist Ruhe. Warnung? Bei Betrachtung Psychoskop. Okay. Und nun geht's endlich weiter. Okay, da könnte man was reparieren, wenn da wirklich was gemacht werden müsste. Eine Mimikleiche zum Scannen ist ein lebendiges Exemplar. Nötig ein Untersuchungsraum. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie Sie. Okay, das war überaus nett. Ich soll jetzt hier so einen Versuch beenden. Untersuchung im Gange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Ich sehe mich jetzt erstmal ein bisschen um. Ihr kennt es ja. Oh ja, biologische Abfälle, gib mir. Kann ich gut gebrauchen. Operator nähert sich. Du hast einen Chipsatz erhalten für dein Dingensen. Was ist jetzt das? Verringert die benötigte Zeit, um einen Scan abzuschließen. Ja, sehr geil. Natürlich. Das hauen wir mal rein. Was ist jetzt das für einer? Hallo? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Danke. Das ist top. Wir werden jetzt aber erstmal in die Morgue gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir da die Leiche von Bellamy finden. Dann haben wir nämlich das endlich auch mal erledigt. Bewege mich.
Hm. Ist halt wirklich sehr unauffällig. Gut, ich denke, ich werde erstmal hier die Bedrohung ausschalten. Ja, Rotzang jetzt ausgewählt. Hä? Das war's schon? Wo bist du denn plötzlich hier gekommen? Nein! Das war jetzt keine Absicht. Mist. Das wollte ich jetzt wirklich nicht machen. Jetzt habe ich den zerschlagen. Dreck. Ich kann ihn nicht mal reparieren. Liegt irgendwelches Gedönse rum? Was haben wir denn hier? Wo ist denn Bellamy? Der müsste hier doch irgendwo sein. Mitsuko Tokaji, die Leiche. Und mineralisches Material, wofür brauchen wir das denn? Hallo. So, mehr ist jetzt hier aber auch nicht zu finden, oder? Was ist denn das da oben? Noch ein Herz, okay. Na komm! Ja. Gut, hier ist jetzt auch kein weiterer. Mensch, wo ist denn die Leiche von Bellamy? Ich hab doch hier gerade gescannt! So habe ich jetzt gerade aus Versehen etwas aufgehoben. Moment. Nee, habe ich nicht. Ist klar. Dann würde ich sagen, looten wir hier erst nochmal den Rest leer. Ist da schon wieder irgendwo was? Der lebt doch noch. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nach. Ach, der Technik-Operator, das ist der, der uns repariert, okay. Hier oben liegt nichts. Da liegt auch nichts von Interesse. Mäh. Was ist jetzt das hier? Komme ich nicht rein und... Warnung. Und da sind keine drin. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das für Sie. Fertig. Top. Und wir werden jetzt einfach auch nochmal schnell was essen. Greifen wir den den Bonus auch gleich nochmal ab. Okay, da drin waren wir, da ist jetzt nichts mehr. Hier haben wir alles durchsucht und alles plattgewalzt. Und da müssten wir reinkommen. Keine passende Schlüsselkarte. Können wir das Ding vorne irgendwie zu... Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Warte mal. Wo ist jetzt mein... Da. Der Bolzenwerfer. Okay, mittlerweile muss ich sagen, er ist doch ziemlich geil und ich bin froh, dass ich ihn doch eingepackt habe. Und eben nicht irgendwie
zu Hause gelassen habe. Schöner Ort, wirklich. So, das sind also lauter ehemalige Gefangene. Mhm, biologische Abfälle. Noch ein Neuromod, noch ein Neuromod. Eine neue Schlüsselkarte für die Leichenhalle. Entschuldigung. Ja. Na, immerhin etwas. Biologische Abfälle, 9mm Muni. Mülleimer ist nichts, hier ist nichts und... Wer ist denn das hier? Der hat was zu essen dabei. Dann würde ich einfach mal sagen... Gönnung. Ah, Bellamy, das ist er. Ja! Schon einmal ist ein Typhon-Organismus aus der Eindämmung ausgebrochen. Kurz nach ihren ersten Neuromod-Tests. Sie haben sich mit Alex über die Einstellung des Projekts gestritten. Über eine Evakuierung. Aber Alex behauptete, die Situation unter Kontrolle zu haben. Danach haben sie sich insgeheim vorbereitet. Den Plan für ihren Zündschlüssel, Videos und das January-Protokoll versteckt. Ihre Bedenken waren begründet. Hm, okay. Cold Mountain Tea und komme ich hier irgendwie rein? Komme ich nicht. Das heißt, Morg wäre jetzt abgeschlossen und hier ist es nicht mehr zu finden. Meh. Ich hätte mir tatsächlich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ach, war nicht irgendwo noch was wir lesen konnten? War nicht irgendwo noch eine Computerstation, die wir lesen konnten? Oder war die oben? Und sorry, wenn ich jetzt nochmal verplanter wirke als sonst. Aber ich habe jetzt super viele Folgen aufgenommen und heute schon viel getan. Mann. Wusste ich doch, da war was. Und da ich bin nicht mehr ganz so fit, geistig. So. Rie, ich Idiot. Ich bin verhindert, Damien. Kestrop möchte irgendeine dringende Angelegenheit besprechen. Der Wissenschaftsoperator lässt sich jeden Tag pünktlich alle halbe Stunde selbst in die Leichenhalle. Beschatte ihn und schlüpfe ihm hinter ihm rein. Was? Die wollten hier einfach rein? Mordfehlfunktionen. Weißt du noch, wie lustig ich Alvin Prowls Filme fand, bis ich dann meine zweite Kombinatorik-Neuromod bekommen habe? Jetzt muss ich nicht einmal mehr schmunzeln. Das bilde ich mir nicht ein, oder? Ich mochte die Filme doch wirklich. Haley ist überhaupt nicht begeistert. Seitdem hinterfragt sie alles, was ich mache. Wie viel Chili-Soße ich nehme, wo ich vor dem Schlafengehen meine Schuhe hinstelle, sogar meine verdammte Handschrift. Du hast doch auch den Eindruck, dass du dieselbe Person vor deinen Mods bist, oder? Rory. Hm. Also die Mods scheinen einen wohl zu beeinflussen. Will ich das Ding reparieren und hier einfach mal aufstellen? Das würde halt dann garantieren, dass wenn ich hierher kommen, hier keine Typhons oder sonst was hier rumlaufen. Hm. Ich repariere das mal und nehme das lieber mal mit zu dem Experiment oben. Da können wir auch nochmal schnell gucken. Da ist nichts, okay. Gut, wir reparieren das. Ersatzteile haben wir sowieso. Genügend. Wieso soll ich das Ding eigentlich hacken? So, ich nehme das mal mit. Ich hoffe, dass wir das mit hochnehmen können. Sehr schön. Und dann würde ich einfach mal sagen, stellen wir das hier so in der Ecke auf. Und dann gucken wir mal, was passiert. Sendefehlerprotokoll. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7. Ja, ja. 6 online. So, was ist jetzt hier noch? Hier haben wir eigentlich alles durchsucht. Und da würde es weitergehen. Information. Laborvorgang. Phantomgenesis. Experiment-ID. Untersuchungsreihe TG5-13.
Bitte stellen Sie sicher, dass sich in der Eindämmungszelle ein toter Körper befindet. Bewege mich. Und aktivieren Sie die Psychoskope, bevor der Eindämmungsfilter geöffnet wird. Okay. Ich glaube, der ist ziemlich tot. Wir können nochmal nachgucken, ob er was Cooles dabei hat. Oh, der hat was dabei. Ein Psy-Hypo-Fabricator. Alles klar. Komme ich rein? Was komme ich denn hier nicht rein? Ich war jetzt paranoid wegen dem Becher. Und hier in Effekte können wir nichts machen. Okay. Dann gucken wir mal. Achtung, vor der Durchführung der Experimente bis hier optimieren. Okay. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Verdammt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Okay, den Rest macht er. Untersuchung beendet. Oh, gut. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Empathie. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Ja, diese Spiegelneuronen sorgen im Endeffekt für Empathie und das Hineinversetzen. Geilon und eine Schrotpatrone. Das hat sich jetzt durchaus gelohnt. So, und was sagt der jetzt? Eindämmungsschild geöffnet, okay. Das war übrigens ziemlich klug mit dem Geschütz. Ich wusste doch, dass es irgendeinen Grund hat, dass das hier ist. So, Informationen. Wieso kann ich hier eigentlich nichts anfordern? Oh, ich hätte noch eine Nullwelle einsetzen können, oder was? Das hat mich jetzt dezent erschrocken. Okay. Naja, immerhin wurde das Experiment jetzt weiter fortgesetzt. Wir kommen dadurch in Guts endlich rein. Das ist schon mal super. Und dann werden wir sehen, was sich da in der nächsten Folge dann noch ereignet. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.